im Programm. Heute die Odyssey. So sieht es aus. 25.000 Euro Preisbuch gibt es abzusahen. Zwar nicht heute, aber heute qualifizieren sich die Teams für das große Finale hier im DACH Regional Event. Das Matchup German Amigos, Catalysm, Rizex und Ivan gegen Edelweiss, die Schweizer Vertretung hier, Mirror, Polar und Arco. Ja, da ist Polar für Edelweiss, der Engländer, aber der kann da vor Rizex nicht an den Ball kommen. Und German Amigos eröffnen mit dem 1:0 in der ersten Spielminute. Die macht der Kleinholz aus dir und da ist es auch schon fast wieder passiert. Nachschuss von Catalysm und der sitzt Rizex. Secured. Und Ivan erstmal gegen das Backboard und dann abgelegt für Catalysm. Mal allein bleibt er an Polar hängen. Mirror ist schon oben, der bringt ihn runter. Der Kollege Polar nimmt ihn dann auch ab und das ist ein langsamer Ball. Aber Ivan kann den nicht weit genug abwehren. Arco, Ausgleichstreffer, 2:2, Edelweiss. Wir haben Polar da mit dem Slowplay. Ivan muss natürlich an Polar vorbeispielen, der da auf den Block geht. Allerdings der Clear viel zu schwach und das ist natürlich ein Geschenk für Arco. Er kommt scharf nach Schuss und auf den Boden, aber Ivan ist lange stehen geblieben. Rizex hoch in die Mitte, Catalysm früh oben, der geht über die Decke, Rizex wird den lachen, da ist der Treffer. Dreierpack von Rizex zum 3:2 in der Verlängerung. German Amigos setzen den ersten Stich. Und Edelweiss Schwierigkeiten hat hier einen Fuß in die Tür zu bekommen, aber Rizex, der hat gar keine Probleme, Füße in Türen zu bekommen. Ist jetzt auch offensiv der stärkste Mann im Abschluss und da ist die fünfte. Bude Nummer 5, fehlen noch 40 weitere, damit Rizex 45 seinen Namen komplettiert hat. Da müsste man jetzt tatsächlich dran schrauben. Wäre für mich ein Schrauben an allen Stellen gleichzeitig. Und Polar hat was von Schrauben verstanden, denn der dreht sich da unter der Decke im... Meine Güte! Aber ich bin hier vom Gameplay sehr begeistert, muss ich sagen. Auch wenn... Oh, was ein Double-Tap! Polar dazwischen! High-Level-Mauern, was wir in... vergangenen Monaten teilweise erdulden mussten. Catalysm mit dem Abschluss 1:1. Genau das, was ich eben angesprochen hatte. Oh, was ein Save von Arco! Auch mit wenig Boost kannst du nicht einfach hoch genug hingehen, um beides abzucovern. Tor! Und wir sehen es nicht. German Amigos gewinnen 3:0 gegen Edelweiss Esports. Der hat einen 1000 R Curve Radius. Was heißt das? Wenn man sich genug von den Teilen besorgt, um die im Kreis aufzustellen, hat er einen Radius von einem Meter. Büro Süd Competition, BS Plus, Freaky Godzilla und Resius spielen gegen Euronix Gaming, Zedo, Neon und Gnackflow. War eigentlich schon eingespielt sein dürfte. Da kommt der Pass von Freaky auf. Resius. Die Gegner sind dazwischen und auf einmal ist hinten alles offen bei BS Competition. Neon mit dem 1:1. Spiel Nummer 1 für sich gewinnen. Freaky legt den nochmal hoch. Der holt das zwar nicht ab, aber 2 gegen 1 mit Knackto bringt den da durch und auch ins Tor 4:1. Und nicht verpasst, richtig. Apropos Godzilla, verpasst den Ball knapp im Unterfall. Lattentreffer. Das wäre natürlich auch ein Highlight gewesen. Bild wieder da, 10 Sekunden später. Bude. Apropos und Neon Bude. Mit dem nächsten Highlight, mit dem Flip Reset. Sehr, sehr schöne Bude. Wir schauen nochmal drauf. Neon nimmt die Kugel an sich, hinterher, dann den Flip Reset. Wie viel Boost hat der Junge eigentlich? Reset über die Mitte auf Godzilla. Der ist gut reingelupft. Zedo kann den Ball nicht killen. Und jetzt nochmal, wenn der Ball den Boden berührt, wäre es vorbei. Apropos Experten, Resist, Ball gespielt, ja, aber auch den Gegner gedribbelt. Einzige Touch da ganz hinten, Godzilla fährt auf Neon. Resist nochmal hinterher, trifft ihn dann noch endlich. Die Mittel im Moment nicht. Gnackflo hat Mittel gefunden, Double Tap, rein das Ding. Und sich in die Mitte setzen. Richtig, der Kreis hat dann einen Durchmesser von 2 Metern. Freaky! Vergleichsweise langsamen Start, bisschen repräsentativ für ein Matchball. Spiel Godzilla! Boost-Tanks ist auf der von Neon auch relativ leer. Freaky! Oh, was ein Save! Beast Plus lässt Ironix nicht muss ihre Hälfte raus. Jetzt Neon, Double Touch, dritter Touch, der ist drin! Neon mit dem Konter. 2,5 Minuten hatte Beast Plus Pressure. Und Neon im Solo. Zedo ist dazwischen, aber der geht nur nach oben. Das ist Freaky, seine Einladung, aber der Schuss ist nicht wirklich platziert. 40 Sekunden noch für BS Competition. Pass auf Godzilla, Tor von Godzilla. Doppelpack von Leon Mares. Und das ist starkes Spiel. Wir schauen nochmal drauf. Freaky zum ersten, Freaky zum zweiten. Godzilla in den Lauf gespielt. Der muss dann nur reinturnen, bekommt den Ball auch auf die Nase serviert. Und wer auch immer jetzt das Tor schießt.
Bedient sieht sehr, sehr gut aus. Gnadflow scheitert am Aluminium und Neon im Nachschuss. Ironix erneut in Führung. Für BS Plus. Der droppt, den kann er nicht halten. Resist lässt den Ball fallen. BS Plus ist raus aus der Competition, denn es ist Endstation im Halbfinale. Ironix zieht tatsächlich mit einem 3:2 ins Finale ein. Da kommt ein Competitive Ruling um die Ecke. We have decided to disqualify Ironix Gaming based on a couple of factors, including not showing up on time for the match. Das heißt, Ironix Gaming nimmt erst das knappe Upset gegen BS Plus mit und dann das Finale gar nicht.